Der renommierte Menschenrechtspreis des Europäischen Parlaments geht in diesem Jahr an den russischen Kreml-Kritiker Alexei Nawalny. Auf den bekannten Oppositionellen hatte es im August 2020 einen Anschlag mit einem Nervengift gegeben, von dem der Oppositionelle sich in Deutschland erholte. Derzeit sitzt er in einem russischen Straflager eine 2,5-jährige Haftstrafe ab, die von vielen als politisch motiviert bezeichnet wird. In der Begründung des EU-Parlaments hieß es, Nawalny habe großen Mut bewiesen bei seinen Versuchen, in Russland die Wahlfreiheit wiederherzustellen. Seit vielen Jahren kämpfe er für Menschenrechte und fundamentale Freiheiten in seinem Land. Moskau bestreitet, in den Anschlag auf Nawalny involviert zu sein und wirft der EU vor, sich in innerrussische Angelegenheiten einzumischen. Es wird ebenfalls bestritten, dass der unbequeme Oppositionelle und schärfste Gegner Putins wegen seiner politischen Aktivitäten inhaftiert wurde. Laut offizieller Urteilsbegründung habe dieser gegen Bewährungsauflagen verstoßen. Die Vereinten Nationen und das Europäische Parlament haben sich immer für Alexei Nawalny und dessen Rechte stark gemacht, um in Richtung Moskau ein Zeichen zu setzen. Nawalny ist ein europäisches und globales Phänomen. Das ist die unterschwellige, starke Botschaft, die wir hier heraushören. Der Sacharow-Preis wird am 15. Dezember in Straßburg verliehen, wohl ohne Nawalny.